Hallo, willkommen zu einem neuen Pro-Replay, könnte man sagen, ne? Glaube ich zumindest. Also zumindest hier der Ra drin mit dem Käse zusammen. Käse kenne ich nicht, Ra schon, ne? Und dann hier unten Sky Revolution. Genau. Und No Luck Just Skill, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Ein guter Spieler. Vermute mal, dass das ein Premade war, aber nicht sicher. Ich generell würde sagen, wenn man ein Random-Spiel hat und einer, der macht W10 in so einem Random, dann ist das Spiel vorbei. Das ist ja voll dazu viel Teamspiel, das Ding, als dass das mit Randoms ordentlich durchgezogen wird normalerweise. Das gilt nicht für alle, ja. Also ein höherer Random-Spieler-Skill kommt sicher im WSC als Mitspieler klar. Aber für die meisten würde ich es nicht empfehlen. Capwalk, ne? Weiß nicht, wo der andere Dude gerade ist. Ich könnte meinen, das war komisch. Stehen da zwei aufeinander? Ja, ne, da kniet noch einer, war dann doch kein Capwalk, sah aber so komisch aus. So, dann schauen wir auf jeden Fall mal. Also Top-Spieler diesmal am Handwerk. Gucken wir mal, was die Jungs anstellen. Capwalk. Nee, auch nicht. Ich bin heute verfolgt davon und gestern auch schon. Eieiei. Also auf unteren Elos ist das Haus extrem wichtig. Auf oberen ist die Umgebung um das Haus wichtiger. Also eine Key-Stellung, könnte man sagen. Ich persönlich bin kein Verfechter des Hauses, auch eher ein Verfechter um drumherum die Stellung so ein bisschen. Ne? Man kann halt hier nett schon mal Drähte legen, je nachdem, welche Seite man ist. Das ist ganz nett in der Mitte. Oder hier so Drähte liegen. Ne? Für eine grüne Deckung. Also alles, was man da an Drähten jetzt liegt, ist halt langfristig, genau. Langfristig ist das hilfreich. So, ein G-Bike. Würde mich nicht wundern, wenn es Doppelbike wird. Genau, wird es, glaube ich, sogar, oder? Ja, Doppelbike, Doppel-MG. Ist ein starkes Wehrmachtsspiel am Anfang, finde ich. Mit dem Bike deckt man halt alles auf, man stört überall und die MGs werden nie überrumpelt. Ihr habt vielleicht gestern gesehen, der arme Kerl, der uns gegen uns gespielt hat, der Wehrmachtler, der wurde andauernd die MGs auseinandergenommen von uns. Einfach weil, also sind halt dann auch potenziell zwei Spieler unterwegs, die einen dann nerven beim MG. Und die Bikes verhindern das sehr effizient im Early Game, ne? Sehr, sehr gut machen die das. Die Reichweite des deutschen MGs, im richtigen Erinnerung, ist minimal weiter als die von dem amerikanischen, damit die amerikanischen eben auch die Aktionen mit Kill und Penetration und sowas haben. Ja, man sieht ja auch schön den Feuersupport. Ne? Es gibt keine Flanken, es gibt kein nichts, was gefährlich ist. Alles ist gedeckt, überall ist Sicht. Vielleicht mache ich mal gerade die Sicht von den Deutschen an, damit man so ein bisschen sieht. Ja, da gibt es kein MG, was überrascht wird. Was zum Teufel ist das? Aber ist ja noch gepinnt, der Kamerad. Ich denke, dass das aber wirklich ein Capwalk war, ne? Weil irgendwie muss das ja erklärt sein, warum der Rest des Squads nicht dabei war. Naja. Also man sieht ja eigentlich fast alles, trotz Fog of War. Das ist halt durchaus den Pikes geschuldet, die immer wieder rumfahren. Und dann werden die repariert, man hat einen Pio da, der kann auch direkt eine Kappenmine liegen, Bunker bauen und so weiter. Also das ist ein sehr hübsches Early Game, was die Wehrmachtspieler da durchziehen. Doppelwehrmacht eigentlich eine der schwächsten Kombinationen, die es gibt. Erste Mine. Aber trotzdem eine schöne Sache. Er sieht auch, dass der Gegner es nicht sieht, ne? Befestigen schon alles, haben sich hier oben entschieden, was ja auch nicht ganz überraschend ist, auch wenn er unten noch ein bisschen Druck macht, ne? Zum Nerven. Hat keine Ahnung, wie man kappt. Man kann das so eine grüne Deckung kappen, wenn man das mit rechter Maustaste hier macht. Und das macht durchaus einen Unterschied, weil die grüne Deckung eine Sekunde vielleicht mehr gibt oder zwei. Ich sage nicht, dass es dann bekommen hätte, aber eventuell schon. So, man hat also jetzt hier gut Druck gemacht, ne? Bike MG, erstmal Druck gemacht. Und was natürlich auch dem WSC-Spieler geschuldet ist. Ne? Mit WSC kann man einfach keinen Druck machen. Und wenn der Wehrmacht dann auch noch mit Bike MG im Doppelpack Druck macht mit Teamspiel, dann hat man ein doppeltes Problem. Jetzt geht er da oben auf den Treibstoff. Das Problem halt für den Rifle-Spieler ist halt, dass er im Grunde genommen bei dem WSC-Spieler bleiben muss, wie hier auch schön macht, aber ein bisschen auch da oben ist. Aber dieses bisschen hier, ein bisschen da, also der Loot, der hier vorne ist beim WSC-Spieler, der wird ganz wenig bis gar keine XP sammeln, weil er einfach keine Kills machen kann. Da steht er nur da und wartet darauf, dass jemand den flankt, um das zu gucken. Wenn der Dude, der hier in der Flanke hinten rumläuft, um einen Recap-Beruf zu machen, eigentlich nur auf die Fresse bekommt und auch keine Kills macht. Das heißt, durch den WSC-Spieler ist der Rifle-Spieler eigentlich schon raus aus dem Spiel. Ja? Das ist leider so. Das wird dadurch ein bisschen ausgeglichener her. Auch Mine. Das wird daher dadurch ausgeglichener her, das Smoke. Dass die Sniper des WSC-Spieler halt ultra stark sind, ne? Bis zum Late Game. Nicht im Late Game unbedingt noch, aber bis zum Late Game. Und der M8 vielleicht viel Schaden anrichtet. Nicht, warum der MG da oben war. Aber der amerikanische Rifle-Spieler, der ist auf jeden Fall.
Der kann nicht ordentlich Rifles ausspielen. Es müsste halt jetzt eine Antwort kommen. Sie haben sich für Mortar entschieden, der WSC-Spieler. Also der Mortar des Amerikaners kann den Smoke nur da machen in dem Moment. Das Problem bei dem ist halt, dass der irgendwann mal einen G ausschalten muss und dann muss der Rifle-Spieler, den er wieder von der Map runtergehauen wird, da irgendwann hinlaufen. Hat sich noch einen Sniper geholt, also er hat zwei MGs, einen Mortar und einen Sniper, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das andere MG ist gerade in der Base gewesen, da unten irgendwo, da. Minen haben sie ja gelegt, waren aber aufgedeckt beide. Natürlich 50 Munden weg, ne? Sehr brutal. Ich weiß auch nicht, ob ich die da hingelegt hätte, um die Sniper da vorne zu decken. Und guck. Hier hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Miete dann. Ja, den kriegst du aber nicht mehr, ne? Das ist der deutsche Sniper. Und da war, glaube ich, gerade eine Mine gewesen. Genau, also die Minen würde ich tatsächlich so legen, dass der Sniper auf dem Rückzug in Sicherheit ist. Ich weiß nicht, ob man da vorne die sinnvoll legen konnte. Der Sniper, der war doch sichtbar gerade, der Sniper, ne? Genau, das sind 5 Kills. Der Rifle-Spieler ist nur da, um zu sterben im Moment. Das ist der Screening-Schirm. Also es ist ein sehr schwaches Early-Game für die Amerikaner. Und das ist natürlich nicht gut, ne? Weil die Wehrmacht dann auch ein starkes Mid-Game danach automatisch hat. Mortar schießt ein bisschen. So, aber ungewöhnlich, dass der unbedingt einen Mortar holen müsste. Also ein Doppelsniper wäre, glaube ich, besser. Genau. Ist auch einfacher zu steuern, ganz nebenbei. Also es wirkt schon sehr wie ein AT-Spiel. Beide haben ihre Doppelsniper-Päckchen und versuchen die zu beschützen. Und das gesamte Spiel baut sich dann über die Sniper auf, weil die einfach scheiße gebalanced sind in dem Spiel. Zweiter Sniper. Und jetzt kommt das WSC. Ich habe den Verdacht, dass das beim Amerikaner einen Tick zu spät kommt, weil er hätte dann 5 Einheiten gebaut, von denen 2 extrem teuer waren aus dem WSC. Deswegen das wahrscheinlich einen ganzen Tick zu spät kommt von dem Sky Revolution. Kein PE-Gegner, von daher kann man das machen, aber ich denke, der hätte das eine Einheit früher bauen müssen. Zumal er mit den Snipern auch nichts macht, ne? Also ich weiß nicht, was sein Gameplan ist. Jetzt smoked er das wieder, was im Spiel so nichts bringt. Also nicht sicher, warum... Keine Ahnung, was im Gameplay der da jetzt abzieht. Also die Amerikaner sind völlig passiv, ne? Ja, der ist nur noch Kanonenfutter. Nur noch Kanonenfutter. Die müssen halt Wett sammeln, damit die ihre Bedeutung im Late-Game beibehalten. Aber nicht schnell genug reagiert, war auch schwierig. Treffen die Mine, sehr schön. Schuss. Weiß nicht, ob er den Schuss jetzt abgegeben hat. Aber ich hätte gedacht, der schießt nicht mehr, der Sniper. Beide sind sich ja bewusst, dass da mehrere Sniper auf beiden Seiten rumlaufen. Von da sind die dann ein bisschen vorsichtiger. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Okay, das war jetzt nicht so das Yellow of the Egg. Gib ihm wieder einen Schuss ab, dann gehen sie weg. Geht es hoch. Er könnte mit dem Jeep einfach mal da oben ranfahren. Ne? Die Mine hat er ja eben hier quasi aufgedeckt und dann hatten sie ja fast die ganze Zeit Sicht gehabt. Medikbunker, Pack, geht alles. Medik abgeknallt. Der späte M8 kommt da gleich. Ich meine, das ist halt wirklich ultra spät. Ne? Also so um die Minute 8, 9 kann er dann schon fertig sein. Die Frage, ob der jetzt was gebracht hat, wenn er fertig gewesen wäre. Die Frage ist, ob der zweite Sniper irgendwas bringt. Ja? Drei Kills der eine. Hätte doch auf den Mortar verpflichten können. Ich bin nicht sicher, warum man solche Sachen smoked die ganze Zeit, ne? Ich bin nicht sicher, warum der nicht einfach in der grünen Deckung steht. Worauf wartest du? Dein Tod gibt. Das Ding ist halt, dass der screenen muss gegen das Bike, ne? Und tot. Ah, der schafft das sogar. Der hat das überlebt. Nice. Okay. Also er muss. Der Amerikaner hat den Auftrag, in der grünen Deckung zu stehen. Ja, damit halt so ein Bike, wenn es kommt, der reagieren kann darauf. Ansonsten kriegt sein Mitspieler immer noch nonstop auf die Fresse. Hier, ja, Deutschland auch einen Mortar inzwischen. Die hoffen halt, den Sniper damit einen Glückstreffer zu landen, Minen wegzuräumen, ne? Solche Geschichten. Ein kaputtes MG in die Front bringt, natürlich völliger Blödsinn. Wenn das jetzt gesniped wird, dann liegt da für den Gegner. Ja. Ihr merkt ja schon, das gesamte Spiel, und vielleicht sieht man es nicht sehr deutlich, aber das gesamte Spiel ist eigentlich um die Sniper auf beiden Seiten aufgebaut, ne? Der Grund, warum es halt keine anderen Angriffe gibt. Also das MG, das Mortar, das gesamte Gameplay, die ganze Makro auf beiden Seiten, ist nur damit die Sniper halt operieren können. Das wird wahrscheinlich so lange so weitergehen, bis dann eben jetzt noch Hilatri gleich kommt oder sowas, ne? Dann kann sich das ein bisschen drehen. M8 ist da. Mich würde es wundern, wenn der gelbe Spieler jetzt hier, der Rifle-Spieler,
schon mehr als 5 Kills hätte, auf allen Einheiten gleichzeitig. Ah, sind tatsächlich genau 5. Richtig gezählt? 6 Kills hat er. Okay. Aber ich bin getäuscht, bin halt ein Noob. Der Druck scheint hier mehr und mehr von den Deutschen ausgeübt zu werden, was mich jetzt kein bisschen wundert. M8, na klar, die wissen schon, dass man im Pack ist, ne? Von da muss man dem M8 jetzt sehr vorsichtig sein, wie man es machen will. Wenn man damit in Bewegung bleibt, geht das tatsächlich auch. Ne? Man muss halt sich denken, okay, wie kann ich mich irgendwo verstecken oder irgendwas? Wie kann ich nicht eine Mine fahren? Ich hab den Rad aufgemacht. Wie kann ich halt, wenn der Schuss kommt, hinter das Haus gehen oder sowas? Ne? Die Mine haben wir auch schon gefunden. Riesenflanke. Die wissen, dass die Gegner T4, T3-Strategie planen langfristig. Ne? Dann gehen die auf den Treibstoff. Das kann durchaus Sinn machen. Aber die müssen ja trotzdem irgendwann mal auch mal einen Kill machen, die Freunde. Ne? Also gewöhnlich sollte man schon einen Doppelwehrmacht einmal überfahren im Early Game. Also mit Early Game. Ne? Einmal sollte man drüber gelaufen sein. Und das ist ein komisches Spiel. Das tut jetzt weh. Jetzt haben sie es überfahren durch den Artilleriefschlag. Der Rest kann das alleine wahrscheinlich nicht mehr halten, möchte ich sagen. Genau, das ist der Rifle. Der wollte wahrscheinlich hinten reingehen, um den Sniper zu holen. Tatsächlich haben sie zu wenig Einheit, um diesen Schlag gerade auszunutzen. Und kriegen vielleicht sogar noch eine Bestrafe dafür. Keine Granaten und gar nichts. Und die haben Pulsefaser an und kämpfen am Bunker. Aber den Fight, den er hier führt, der kann so nicht funktionieren, hätte ich jetzt gesagt. Da ist schon der Puma. Es wirkt auch schon wieder sehr, sehr stark entschieden, das Spiel. Im Sinne von, dass die Deutschen das gewonnen haben. Ja, also der Angriff hätte eigentlich jetzt knacken müssen, aber die Rifles haben halt fast gar keinen Effekt gehabt. Da kann man so ein, genau, ein Dings ausgeben mit 50 Mund, dann kann man das kaputt machen, das Teil. Im 8 wollte der nicht reinfahren, weil er noch eine Pack erwartet hat. Die haben sie doch gerade ausgeschaltet, die Pack. Das ist, glaube ich, hier die Pack gewesen, ne? Hier vorne. Das heißt, er hätte jetzt eigentlich reingehen können, um diesen kaputten, motorbeschädigten Puma zu finishen. Er wusste, dass sie keine Panzerschrecks haben und Minen waren ja keine, der gerade mit den Leuten durch ist. Also, ne, klar, vielleicht hätte er eine zweite Pack erwartet, aber in dem Fall hätte ich es, glaube ich, einfach riskiert, um den Puma zu vernichten. Das hätte, glaube ich, schon stark gelohnt. Ja, man muss das echt mal sagen, die Amerikaner, die sind einfach zu schwach mit ihrer Strategie, ne? Also vielleicht wäre Doppelrifle für die besser gewesen. Ich weiß nicht, wie die sonst spielen in diesem Zusammenhang. Tank Doc. Ja, der braucht auf jeden Fall Dings brauchen sie. OP gespielt, für Tank Doc auszuspielen. Artillerie brauchen sie, ne? Damit sie die Sniper, den Bunker, die Packs, das ganze Zeug da kaputt machen können. Die stehen ja alle hier im Prinzip, wenn man die Wehrmacht, ne? Also die erste Artillerie könnte sehr, sehr stark sein. Der wird auch Tank Doc gehen, vermute ich mal. Der gelbe wahrscheinlich dann. Die Tank Dock wurde von dem Blauen dahin gebaut. Ich muss mich mal orientieren, warum das so ist. Nebel. Ja, keine Pack an der Front, um das Ding zu bestrafen. Deswegen Sniper und Nebel auch ein bisschen schwierig zu spielen, muss man sagen. Ich war trotzdem der Meinung, dass die. Du warst das, ne? Genau, der ist Impfdock. Das ist halt der Rifle-Spieler, ne? Der will auf die Artillerie gehen. Das Problem in dieser Kombo ist halt dann einfach, dass der sehr langsam auf die Artillerie kommt. Na, ob er darauf reinfällt, bezweifle ich. Also das war jetzt einfach 150 Mund für den Papierkorb. Ne, das Problem ist, dass der, weil, also die Rifles, die machen ja nicht viel, ne, weil der einen WSC-Mitspieler hat, der nicht vier Einheiten raussnipen kann, wenn er angreift. Deswegen hat er ganz, ganz wenig, nice. Deswegen hat er ganz, ganz wenig CPs gesammelt, ne, Command Points, so wie das da heißt. Und das bedeutet auch, dass die Artillerie noch nicht freigeschaltet ist. Also bei 2 Punkten kann er die freischalten hier. Die könnte jetzt also schon auf dem Feld eigentlich sein, im Grunde genommen. Ja? Ist der Schirm unten? Wo ist er? Weiß nicht, ist auf jeden Fall im Bau gewesen. Dass der Schirm vor der Artillerie kommt, das ist sehr ungewöhnlich, hätte ich gesagt. Und da haben die eine Strategie: schwaches Early Game, schwaches Mid Game und schwaches Late Game, weil die Artillerie fehlt. Ja, im Moment, so spielt es jetzt zumindest bei denen aus. Also im Kern muss man einfach sagen, dass. Wenn man alles um die Sniper aufbaut und alles dafür opfert, dann muss man die auch mehr supporten. In aller Regel heißt das dann, dass man vielleicht auch Airborne dann geht, damit die Doppelsniper ohne Pause durch den Reconnaissance frei snipen können, dann kann der Rifle-Spieler viel auch frei durchgehen und den anderen Stärken ausspielen. Ja, da kommt so ein ganzer Rattenschwanz zusammen. Also ich persönlich wäre eher ein Verfechter von einem anderen Makro.
Ich glaube, das Bärenmakro kann funktionieren, aber ihr seht, dass es nicht klappt. Und tatsächlich sehe ich auch öfter, dass es nicht klappt, als es klappt, was sie gerade machen. Wenn die Gegner gleich eine 8-8 bauen, wird es noch ein spannendes Spiel. Das sehe ich daran, dass der Defense-Block quasi der eine und da oben schon geil am Campen ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn die 8-8 im Moment hochgeht. Und dann kriegen wir wieder ein Comeback der Amerikaner. Bunker-Spam ist auch schon unterwegs. OPs sind auch gebaut. Das ist maximal falsch gebaut, ne? Weil wenn man hier irgendwas draufsetzt, ne? Zum Beispiel die 105, die da hinschießt, die hier jeden Moment fertig ist, dann trifft man, ne? Nebeln, Bunker, es ist eigentlich alles, man kann nicht daneben schießen. Ja? Man will nicht die Zielscheibe unnötig groß machen. Das glaube ich selbst erklärt. Medik? Schießt man daneben. Ja, aus den Early Schirmen, da sehe ich auch nicht, wie viel rausbekommen, aber die andere geht jetzt hoch, da ist sie. Klassischer Spot und alles. Jetzt müssen die natürlich mit dem Schirm hier diese Ecke und alles verteidigen. Da darf jetzt nicht einer mit Rocket Artillery da runterlaufen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Also diesen Slot, den müssen jetzt hier halten. Und wenn sie den halten und kommen kämpfen, das ist jetzt eigentlich das Ziel des Spiels für die im Großen und Ganzen. Und die Munde kämpfen hier, das geht auch noch, ne? Dann regt es da keine Pack, genau, jetzt sind wir schön mit Fahrzeugen dahin zu gehen. Also da kann auch einen Schirm hinschicken. Sehr übrigens Schrott gegangen, der Schirm. Ja, ist dann irgendwas gestorben. Wahrscheinlich an der Pack oder so. 8-8 hat er gerade den ersten Schuss, glaube ich, abgegeben. Aber ich sag mal, das Standard-Szenario, ne? Die bauen eine Artillerie und die haben ein Artillerie-Ziel gebaut. So. Kriegt das halt meine Birne nie rein, ne? Warum das eine gute Strategie bei der Wehrmacht ist. Aber ist halt dann so. Von daher, go, go. Mein Segen haben sie. Da ein OP ist natürlich Blödsinn, weil genau in der Front, die kann man niemals verteidigen, ne? Hinten haben sie auch schon OP, von daher haben sie gedacht, mach sie mal. Ich vermute mal, der hat das unter anderem auch gemacht, damit die Artillerie früher freischaltet, weil er jeden Kampf verliert. Das ist ja mein starker Verdacht. Was natürlich ultra schwach ist, ne, weil er jetzt einfach CP und 200 Manpower dem Gegner geschenkt. Irgendwo snipen die Jungs. Ich höre sie. Da sind sie auch. Da kommt DMP. In die Mine gelockt. Tot. Genau, man kann jetzt anfangen mit der 105 so langsam, ne? Statt die 8-8 zu befeuern, die sinnbefreit ist, kann man auch einfach anfangen, die Nebel rauszunehmen, damit die keinen Schaden anrichten. Weil wenn das Szenario so ist, und das ist vielleicht auch der Grund, warum die das alle so bauen, dass ihr auf die... Die haben es aber eilig. Dass ihr... Was sind die so schnell? Dass ihr halt auf die 8-8 schießt, ne? Während der Nebel auf eure Leute schießt, dass ihr also nichts kaputt machen, was sinnvoll ist, und die euch Sachen kaputt machen, die sinnvoll sind, dann lohnt sich vielleicht schöner Einsatz vom M8 in der Flanke. Wir die kurz vergessen abzuknallen. Noch ein paar ballern. Ja, bei sowas zum Beispiel, hätten wir jetzt Reconnaissance angemacht, wäre der tot gewesen in der Regel. Und so können die wieder nicht arbeiten, die Jungs. Hat er einen Puck? Instant Puck. Artillerie hat einen Grenderwisch. Der Panzer steckt. Ja, der tut richtig aufräumen. Woran liegt das? Naja, also, die haben halt alles auseinander gebaut, wie ein Forsten da. Das war der Nebel, glaube ich, oder? Nee? Ich weiß nicht genau, wie. Das war der Nebel. Also, ich hab das ja eben gesagt, ne? Ihr stellt euch da hin, dann sind da drei Sachen, die teuer sind. Dann kommt die Infanterie hin, weil die da vor Ort reinforced. Und dann habt ihr 4, 5, 6 Sachen gleich, dann stehen, wenn der Nebel da auch noch stand, ja? Und ein zweiter Nebel da stand diesmal. Das wäre halt maximal dämlich. Also, es ist halt so, wenn der Gegner einen Hammer hat, dann wollt ihr nicht unendlich viele Nägel aufsetzen, ja? Das ist wirklich nicht Rocket Science. Ich sag ja, die Amerikaner, die kommen jetzt zurück, weil die Gegner halt 8-8 bauen mussten. Ganz simpel. Das ist die zweite Artillerie. Deswegen ist es aber auch so schlimm, dass die Artillerie so relativ spät kam, aus meiner Sicht. Nebel schießt da drauf. Da muss man, glaube ich, nicht sofort sich zurückziehen. Das ist keine Flugkarte zu Fuß, die dann one-shottet. Beim Nebel kann man auch gerne mal einen Schritt beiseite gehen. Aber das, was ich eben gesagt habe, die decken diesen Ring hier vorne nicht, ne? Und das ist eine Katastrophe für die. Da müsste eigentlich nonstop der Schirm, der eben gestorben ist, oder was anderes stehen. Es kann nicht sein, dass ein Puma einfach frei den Snipern hinterherfährt, frei zwischen der Adler hin und her fährt und alles, ne? Man muss eigentlich einen defensiven Schirm hier aufstellen oder irgendwas anderes, um genau das zu verhindern. Ich habe es eben noch angekündigt, jetzt der erste Sniper tot, hier stirbt der zweite Sniper. Aber es könnte auch genauso gut die Adler jetzt noch zusätzlich sterben, wenn es richtig teuer wird, ne? Wenn eine Rocket Adler runterziehen oder irgendwas. Also, das ist wirklich maximal miserabel verteidigt von denen. Aber ich denke halt, dass der Schirmspieler, genau, jetzt kommt die Rocket Artillery, jetzt sind auch seine zwei Artillery direkt los. Also der hat halt gerade die gesamte amerikanische Armee, hat er halt ausgelöscht jetzt dann mit der Feuersturm. War natürlich maximal falsch, weil er das Ding nicht vernichtet, kann sich wiederholen. Rocket Artillery hätte den gemacht. Oder V1.
Gut, die kennen alle das Spiel zumindest nicht, wenigstens etwas. Jetzt haben wir eine Kolaibi, die hier Gießkanne spielt. Okay. Ja, also der Schirm, der muss hier stehen und die Dinger verteidigen. Ne? So sind sie mit das. Und wenn die 8 stört, schießt man immer der Artillerie drauf, aber man kann das ja außerhalb der Reichweite so gerade eben noch stellen. Das geht schon. Nicht nur wollen. Artillerie muss man natürlich sofort wiederholen. Es sieht aus, dass dann ein zweiter Sturm runtergegangen ist. Das heißt, beide sind dann Terrador stehen gegangen. Ne? Also so schnell ist der Cooldown, glaube ich nicht. Also die sind dann beide. Können ja gar nicht sein, geht ja gar nicht. Nee, der hat den Cooldown einfach abgewartet. Der war so lange hier unten, dass er zweimal den Feuersturm aktivieren konnte. So lange war der hier unten. Ja, bevor der Puma ausgeschaltet wurde. Okay, das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand den so lange überleben lässt. Dann habe ich nichts gesagt, dann geht das. Ja, zwei Feuersturm ist sicher okay, auch wenn es nicht die preiswerte Lösung war. Aber Atem ist dann weg. Aber der Puma ist halt runtergefahren, hat alles gefinisht und dann zweimal die Fähigkeit gemacht. Also die Verteidigung, die war astronomisch scheiße. Nicht eine Mine, ne? Keine Packinstellung, nichts war da gewesen. Das war natürlich sehr schön. Also hier ist ein Rätsel, warum die immer wieder auf die 8-8 schießen. Wie oft habe ich das schon vorgerechnet? Also je nachdem, wie das gemacht wird, ja, wenn es repariert und was nicht alles, braucht ihr unter Umständen 3 oder 4 Salven, um das Ding auszuschalten. In derselben Zeit, mit 3, 4 Salven, ich glaube, die Gießkanne nicht machen, in derselben Zeit hättet ihr halt ungefähr 5-mal so viel oder irgendeine Zahl. Ja? Also auf jeden Fall viel mehr hättet ihr kaputt gemacht, hättet ihr zum Beispiel auf die Stellung gemacht mit dem Bunker, wo die Reinforcen und reparieren die ganze Zeit. Oder auf Packs, die in der Stellung sind, die man sehen kann. Oder wenn sie die Nebel schießen, die wirklich Kills machen oder sowas. Oder die Sniper die ganze Zeit verjagen und die Minen auslösen. Ne? Also, das ist einfach schmarrn, auf die 8-8 zu schießen. Die stört ja auch keinen. Also, zu dem Zeitpunkt, wo die stört, ist, wenn ihr einen Angriff führt. Und ihr seid die Alliierten, also führt ihr den Angriff. Das heißt, zu dem Zeitpunkt schießt ihr eine Salve drauf und dann stört ihr halt nicht mehr während des Kampfes. So simpel ist die Logik, ja? Und da macht es auch keinen Sinn, die runterzuschießen. Ich denke wirklich inzwischen, jetzt haben wir mit der Packkarte das an, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum die Leute das bauen, ne? Weil das die Artillerie sind, das vielleicht draufballern lässt. Ja, wenn ihr kein anderes Target habt, könnt ihr gerne draufschießen, aber gerade bei Raids of Metals gibt es ja unendlich viele andere Targets. Mit 0 Leben bemannt. Der könnte jetzt zum Beispiel deine Sticky dran werfen. Okay. Also wie viele Artillerie ist da drauf gegangen auf das Ding? Ist noch keins gestorben. Ist das jetzt die 5. Salve mit den beiden Kolaibis? Kann das sein? Jetzt geht es auch gleich kaputt, aber warum war das notwendig? Hätte man dafür nicht die gesamte Wehrmacht gucken können, wäre das nicht vielleicht minimal hilfreicher gewesen? Ja, weiter geht's. Super zu Fuß. Genau, jetzt geht die Adria mal da runter und dann bluten die auch direkt. Ne? Das kostet halt langfristig einfach mehr. Ja, nicht jeder Treffer ist halt perfekt, aber es kostet langfristig mehr. Ja, ansonsten, die kommen halt zurück, ne? Die haben halt ihre Adler jetzt gebaut und hämmern da rein. Die haben nur 2 Geschütze, aber dann eben die Kolaibi dabei. T3 baut er, okay. Können da Paxen so holen. Also wird nur noch Pax, wo man sonst holen. Ist halt riskant, ne? Mit dem Pax. Einfach weil die Nebel und Zucker zu Fuß da sind. Und ich habe noch nicht gesehen, dass er systematisch eine Artillerie countert. Ne? Die nutzen ihre Artillerie ja im Prinzip für alles. Genau, hier muss man so einen Artillerie-Schlag in die Infanterie. Man verhindert, dass die halt ne, Druck aufbauen, wenn sie die Map erobern. Man ne, tötet halt was, zum Beispiel Puck gerade. Und das ist alles viel, viel besser. Ey, was soll ich da gesagt haben? Genau, die wollen Pax holen, um die Panzerkämpfe zu gewinnen, ne, die da vielleicht geplant sind. Aber guck mal, was die Artillerie anrichtet. Man merkt halt förmlich, wie die gesamte Wehrmacht runtergeschoben wird, seit die Artillerie nicht mehr auf eine 8-8 schießt. Ne? Und da sollten die schnell eine 8-8 nachbauen, machen sie auch, damit die Artillerie wieder sinnbefreit schießt. Wollte irgendwas anderes gesagt haben. Genau, also das mit dem Pax ist ein bisschen risky. Also er kann ja auch einfach eine Off-Map holen, wenn es unbedingt was sein muss.
Aber warum will er unbedingt die. Also, er hat keinen Treibstoff, ne, um was anderes, um Panzer nachzubauen. Aber muss das jetzt wirklich dann eine Pack sein? Er hat ja jetzt hier noch, wenn das voll ist, ja, dieser kleine Zipfel hier vorne, dann hat er. Oh, wieder Gießkanne. Fliegt was. Dann, ne, da hat er die Offener freigeschaltet. Und da ist dann auch ein M10 drin oder ein Häkchen, was er drin hat. Packt oft und so, ne? Also, der Offener kriegt man sicher mehr, als wenn man jetzt einfach die MT3 nachbaut. Die erste Packung T3 kostet ja auch ein Vermögen, ja? Das müsst ihr auch überlegen. Wenn wir die anderen kaputt machen. Sieht aber gut aus, ne? Aber ich glaube, dass die 3 trotzdem Fehler gewesen war. Das Ding ist halt, dass der keinen Treibstoff hat, würde ich vermuten, liegt daran, dass er hier, genau, den zweiten Level ausgegeben hatte, wenn mehr Manpower hat. Ja, das kann man gerne machen, aber das ist der Grund, warum er T3 statt ein T4 gebaut hat und jetzt mit Pax kommt, was gegen den Nebel, die Stukas und Fuß und gegen die 8-8 alles keine Lösung ist. Und wenn die Ritterkreuzträger kommen, die spielen ja hier unten ohne Wet-Rifles und ohne Shermans, wie wollt ihr die dann beschützen, die Pack? Ja, das sind nur Pack-Zerstörungsmechanismen auf dem Feld und keine Antwort darauf. Von daher glaube ich, dass die Wehrmacht hier einen riesen Comeback feiern wird. Na, die wurden ja gerade ein bisschen gepusht. Aber ich denke, dass der durch diese Makro-Entscheidung da unten der Push wieder sich drehen wird. Das geht jetzt auf Wehrmachtseite. Da pennt jemand. Der M8 ist sehr gut eingesetzt, immer noch im Leben. Naja, die gegnerische AT kann halt nicht überall sein. Also mit dem kann man wirklich viel, viel ärgern. Da kommen die Panther vom Lauf. Hier wird Tunnel gebaut. Also meine Prognose, die Packs werden sich nicht lohnen. Und damit werden die Panzerkämpfe auch eher verloren als gewonnen. So, du fährst jetzt gerade weg, ne? Okay. Die bereiten einen gemeinsamen Angriff vor. Die zweite ist übrigens auch kaputt, die 8-8. War, glaube ich, die neue. So ganz verstehe ich mit dem Smoke nicht, was er da macht. Also der Medi kann jetzt zum Beispiel sicher sammeln. Der Gegner kann sicher Kappen geben. Ich weiß nicht, warum der da Smoke hinwirft. Keine Ahnung. Gut gebloppt, mein Freund. Ganz professionell gespielt. Einen geb, blobst du 3 Einheiten pinnen. Da hast du ganz leicht was falsch gemacht, oder? Ja. Da haben wir jetzt eine V1 auf die Artillerie. Ist halt nichts abgesichert, ne? Die fahren da kreuz und quer und frei herum, wie sie wollen. Ist keine Überraschung, ne? Die Minen liegen halt hier, das kann man machen, aber das reicht dann auch nicht. Vielleicht in den Seiten besser. Wie gesagt, die können jetzt in. Also, er hat wirklich Smoke-Cover für den Feind gelegt. Ich weiß nicht, ob Käse ihn bezahlt hat dafür oder was da los ist. Warum hast du nicht einfach das MG mitgenommen? Wäre das so einfach jetzt gewesen? Okay. Naja, so geht's auch. Die Artillerie wieder auf Long Range. Kriegst du gerade Sprengstoff unter die Artillerie? Also, wenn die Mine hochgeht und du eine Rakete in derselben Zeit abschießt, dann gibt es einen großen Knall. Aber jeder, wie er möchte. So, Gießkanne. Effekt. War nicht so gut. Und ein Leben der 8-8 weg. Zack, zack. Ist ja komplett auf die rechte Seite. Also, ich habe gedacht, die wollten einen Angriff vorbereiten links, aber nachdem sie mit allen Leuten in ein einziges MG gefahren ist, was sehr spannend ist, also das sieht man halt selten, dass man mit allen Leuten in dasselbe MG geht, aber seitdem stehen sie halt gerade rum. Ne? Hier vorne, sowas zum Beispiel, könnte man nonstop gefahrlos von hier unten snipen. Hier, wo der Sniper gerade rumgurkt. Mortar, 11 Kills, also ein bisschen was macht er. Kappen würde man auch verhindern mit dem MG da. Zweite Artillerie nachgebaut. Die werden halt immer wieder kommen, ne? Mit Rocket Artillery und V1 und sowas. Da muss jetzt die AT natürlich hin, weil der Kapp jetzt gegen Puma. Da kommst du auch. Hier waren tot. Ein G-Nest. Also ist schon klar, wenn man das nimmt, dass dann der Nebel dahin schießt. Aber naja, man kann doch einfach weggehen dann. Fanatisch.
bereit. Also das kostet halt mehr als das da, ne? So, die Panzerarmee ist fertig. Die 88 ist aber, glaube ich, auch fertig. Oder wieder entmannt, nice. Und jetzt kann er halt reinfahren. Natürlich müssen wir das Reparatur immer falsch. Kann jetzt reinfahren. Und erst versucht er da 88 zu sorgen, dass die unfertig bleibt. Ja, diese Freunde, wenn er einsteigt, kann man gerne machen. Und jetzt versucht halt alles zu finishen, ne? Erst den Panzer finishen, auf der Rückfahrt dann die 88. Hast du gehört? Erst den Panzer finishen. Das sieht fast. Das ist im Haus versteckt, gute Positionierung. Ich glaube, man liegt sich gerade die Arme in seiner eigenen M10 schießt. Also ich würde immer noch sagen, den Panzer finishen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass keine Infanterie mitkommt. Ne? Die gehen jetzt alle nach hinten. Der Panther muss sterben. Das geht mir gewöhnlich besser, wenn man drauf schießt. Du hast keine Kanone mehr, okay? Und du fährst weg. Komischer Angriff. Man könnte meinen, den Angriff nur wegen der 8-8 gemacht. Bei den Göttern, das war natürlich dann nicht so gut. Der Panther muss weg. Die 8-8 greifen alle Regeln später nicht an, wie der Panther sehr wohl. Habt ihr das? Statt Kappen hätte er auch mitgehen können. Puff, puff. Da ist der Ritterkreuzträger, wenn die Pax gleich alle ausgeschaltet ist, so eine Frage der Zeit. Ja, der stellt die Pax jetzt überall hin. Wenn der Ritterkreuzträger gleich drüber läuft, der Nebel reingeht, sogar der Fuß reingeht oder die normale Infanterie reingeht. Oder der Feuersturm drauf geht oder die Puma, die umrunden. Also die Pax sind einfach nicht die Antwort. Und er hat ja inzwischen den Treibstoff. Also ich würde jetzt echt überlegen, einen T4 nachzuziehen, um Schirms hier hinzustellen. Meinetwegen auch eine dritte Artillerie bauen. Aber dann hätten sie den Panther jetzt töten müssen, damit das besser zu rechtfertigen ist. Also der Angriff war auf jeden Fall extrem teuer in Form von Mun, ne? Für den Panzerdog-Spieler unten. Er hat Reparatur und Allied War Machine angemacht. Unendlich Mun hat man dann auch nicht. Gießkanne wieder. Ja, kann ich mal einen Sniper damit töten mit der Gießkanne. Einfach nah ranfahren. Dafür sind die Dinger doch gepanzert, Mann. Nimm mal den Angriff, der gerade eben stattgefunden hat, da oben, ne? Hier, wo der mit der M10 hier reingefahren ist. Dann die Kolaibis hinterherfahren. Und wenn dann der Panther da auftaucht, dann hält man halt hinter dem Panther, damit der halt stehen bleiben muss. Und wenn er zurückfährt, stirbt er so oder so. Und er stehen bleibt, stirbt er auch, ne? Sowas hier zum Beispiel. Das macht kein einziger Mensch. So, jetzt sehen wir übrigens, was im GNS vielleicht nicht ganz so gut ist, gegen 8-8 zu bauen. Hängt gleich eh Nebel oder so nochmal runter. Ich hätte wirklich den Eindruck, dass da ganz gewaltig Anti-Infanterie-Fähigkeit fehlt auf der amerikanischen Seite. Ja, wir haben Rifle fast ohne Wett alle. Wir haben solche zwei Kills, okay. Wir haben keine Schirms, ja. Wir haben, glaube ich, einen Sniper, der rumläuft. Wir haben noch einen im Geh, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist das Nest da. Also, da hat halt ein riesengroßer Infanterievorteil im Norden. Und das wird immer zu einer Katastrophe führen. Obwohl, der mal langsam weg braucht. Also, ohne, also, wenn der jetzt da steht, ohne Wetten diese Kämpfe macht, das kann, um Gottes Willen, warum steht der Ami da noch? Okay. Ja, das sind doch der Wettlieferanten. Aber klar, wenn der beide Leute in die Granate setzt von dem, dann ist natürlich egal. Wie ich gestern fest gesagt habe. Da ist auch ein Genes drin, okay. Schöner M8-Einsatz. Also das MG da unten geht gleich sogar, das ist ganz witzig. Und dann der M8 auch. Also die Kombination kann direkt wirklich dafür sorgen, dass der Siegpunkt geklappt wird. Das machen wir ganz gut mit dem Fall. Dass ein Flammenwerfer ein bisschen rausschießt, ist ja auch ein Drollig. So, wir haben wieder 10 M10. 10 M10, schön wäre die M10. Trotzdem, es wird jetzt langsam Wehrmacht-Gameplay, ne? Die holen jetzt mehr und mehr Panzer, dann kriegen die mehr und mehr Wett und alles. Infanterie-Vorteil mit Wett haben sie ja schon. Mehr und mehr Repair-Bunker kommen. Und der links hier, wie heißt der denn? Der Revolution. Jetzt macht mehr und mehr seine Linie jetzt weg. So, er hat jetzt 5 M10. Da muss aber jetzt auch nur mindestens einen Panzer mit holen, damit es lohnt. Waren das jetzt mehrere Missfires? Der macht schon wieder Reparatur an. Man geht halt all in und macht alle Bohrmaschinen an. Super, jetzt hast du die repariert, die sind trotzdem gestorben. Das ist so astronomisch viel. Der verbraucht sein gesamt. Der hat jetzt einfach alle Panzer verloren, ja? Mit zwei Fähigkeiten zusammen. Das ist so ein Käse gewesen. So spielt man das nicht. Das war ein absoluter Käse, Mann. Abgesehen davon, dass auch die Mund jetzt da liegt, der jetzt hier fleißig alles ausschlachtet für den V1 und Co. Also der Tankdog-Spieler, den sollte man die Panzer verbieten, glaube ich. Abgesehen davon, dass M10 nicht spielen kann.
Ja, oh, rate mal, wer wieder da ist. Gut verteidigt, oh Gott. Das alles auf bei den Amerikanern. Schießt er zumindest da drauf. Ja, das ist eine Chance, den Tier zu erwischen, der das ausschlachten will. Dann die Trucks weg. Ob die dafür dann steht, da nicht an der Stelle. Gut, natürlich. Ja, der fährt einfach im Kreis, ne? Das Rocket Artillery. Jetzt haben sie schon drei andere Geschütze verloren, weil keiner sich für die Defense zuständig fühlt im amerikanischen Team. Okay, kann ich da nur sagen. Einfach nur okay. Also so wie das aussieht, würde ich als der Wehrmachtler einfach den FTKZ runterfahren und die beiden Schreckkämpfe mitnehmen. Dann kann man die Preiswerte alle auslöschen, die Adleristen. Da kümmert sich ja keiner um die Defense, also why not? Why not? Feuer gerannt. Dem bin ich hinterher gelaufen, glaube ich. Naja, also die Amerikaner verlieren so unendlich viel am Boden. Also der Tankdog spielt das quasi vollständig raus, ne? Der hat fast gar keinen Mundvorrat mehr, hat so unendlich viele Panzer schon verheizt bekommen und der Infanteriedog-Spieler hat unendlich viel Artillerie verloren. Und die haben halt, ne, kaum Wett, kaum Infanterie und kaum Anti-Infanterie. Fähigkeiten, also das ist, die haben mehr als auf Kredit gespielt, die Amerikaner jetzt. Überall werden Sachen ausgestattet für den Boden. Sehr schön. Sehr schön. Und da rollt der nächste vom Fließband wieder am Bike. Also Rocket Atelier hatten sie gerade. V1 ist wahrscheinlich noch nicht fertig, oder? Rocket Atelier wäre bereit, aber wir haben keine Munden. Mit V1. V1 wäre bereit und viel nach Munden. Das heißt, er sucht jetzt einen Weg, um die nächste Atelier zu holen. Diese Gießkanne, ey. Die koordinieren halt den Artillerieschlag nicht mit dem Panzerschlag. Also überrascht, weil das ja eine derselbe Spieler ist. Also der muss ja auf jeden Fall noch hardcore dran arbeiten an der Strategie. Der nachgebaut den Sniper, okay. Ja, der sucht halt die ganze Zeit einen Winkel oder einen Sniper. Ja, das war der richtige Augenblick. Da ist gerade ein Bike aufgetaucht und du hast gesagt, ich schieße jetzt mal. Das war der richtige Augenblick, um das zu machen. Aber hat tatsächlich noch etwas entkommen. Ich würde trotzdem überlegen, ob man die Doktrin vielleicht anders schreiben sollte. Das war Halten im Feld. André Schlag. Ja, der Tanktop-Spieler, der hat halt keine Bedeutung. Die André schießt eben nicht und die Panzer machen nichts, wenn sie kommen. Das ist keine gute Kombination, aber man wollte doch mal was Wertvolles mitnehmen. Ab dem Nachhinein doch, dass der M10 der falsche Panzer leider ist. Und der Mitspieler hat halt keine Wett. Ist das ein Albtraum für die Amis. Trotzdem, die haben zwei der Siegmarken, also... Meine Prognose wäre, dass es nicht reicht, ne, weil es einfach noch zu viel ist. Aber die haben auch noch zwei Siegmarken. Ja, das wäre nicht viel. Jetzt würde man normalerweise überlegen, ob man das irgendwie finishen kann. Dafür wenigstens die M10 da. Man weiß, da ist ein beschädigter Panzer, genau. Und dann rollt man rein, um zu finishen. Für gewöhnlich macht man das mit beiden M10s. Okay, dann nicht. Klar, die sterben dann sofort in dem Fall, aber dann ist die alle Bohrmaschine, dann hat man mehrere hier, ne? Fährt überall hin, okay. Du weißt schon, dass das kein Schirm ist, oder? Null Kills. Das Panzer-Gameplay von dem Revolution ist spektakulär. Also ich sehe die nur im Kreis fahren, die Panzer, egal welchen, egal wo. Und dann immer wieder diese Fähigkeit an, muss ich fragen, ob das so sein musste. Ja, jetzt hat er einen M10 gerettet, kann man sich ja machen. Die Frage ist halt, ob man den Pershing nicht lieber gerettet hätte, ne? Falls er jetzt stirbt durch irgendwas. Das wird jetzt sicher auslaufen und dann stirbt er in dem Moment. Mal sehen, wenn jetzt ein 8-8 auf nichts schießt, dann sind wir los, dann kommt er nicht wieder. Okay, der will das jetzt alleine machen. Verstehe. Da ist auch die... Jetzt nochmal neben. Und die Stuka zu Fuß, genau. Und wenn der... Jetzt hat er aber Glück gehabt. Wenn der jetzt gestorben wäre, ne? Alle Bohrmaschinen war ja ausgelaufen, das heißt, wo meine Prognose war. Wenn der jetzt gestorben wäre, der 8er Manpower, ne? Wieder ausgeben müssten, die er nicht hat.
Nee, nee, nee. Also der Tankdog-Spieler, der sollte vielleicht nochmal Tutorial Tankdog durchgehen. Alle Lowlife. Wenn man jetzt Rivals hätte hinterherlaufen können mit der Sticky oder eben mit 10 sich schnell reindüsen, ne? Das wäre richtig gut. Hat sogar noch einen. Aber ich glaube, das war noch eine Pack war eben, genau. Und eine 8-8. Gut. Verliert die Dinger, ey. In so einer Masse, also mehr als man Infanterie verlieren würde. Was hat er jetzt schon verloren? 10? 15 in 10? Wie viel Panzer da getötet? 0? Warum kämpfst du denn da? Das kannst du doch nicht gewinnen. Der tötet dich jetzt, dann fährt er rückwärts raus. Okay. Ich guck mal anders hin. Um Gottes Willen, das Spiel geht noch eine Stunde. Mal sehen. Also wer macht Spiele, die lange gehen, die sind halt Wehrmachtspiele, ne? Also Spiele, die lange gehen, und Wehrmachtspiele so untersetzt werden. Das Ding der Welt und alles. Und das nächste Bike. Das gehen erst so nicht echt witzig. Ich glaube, das ist so schön. Ach ja. Die Reparaturcrew. So sieht das richtig aus, meine lieben Freunde. Dann kommen auch die Lebenspunkte wieder. Wie neu. Ist schon Fabrik. Kolibis machen ganz ordentlich Kills. Und das Bike wieder. Das fährt einfach gerade durch. Wobei diesmal statt ins Pack da. Ihr setzt einen Feuersturm auf die Pack. Das scheint der Mitspieler nicht gesehen zu haben. Da kann man gerne mal einen Ping setzen. Oder warten, bis der Mitspieler seinen Rifle gebucht bekommt. Je nachdem. Der M8 ist tot leider, ne? Aber man merkt schon, nicht jeder ist für jede Einheit geeignet. Also das M8-Gameplay war richtig gut von dem Spieler. Und so gut wie das war, so beschissen war sein M10-Gameplay. Ist nicht für jedermann jede Einheit. Ich kann auch nicht mit jeder umgehen. Ist, glaube ich, eine mentale Geschichte auch. Wir waren gerade ein Doppelsniper da oben gewesen. Was machst du wieder, Stern? Warum dreht sich jetzt diese Pack nicht? Es rollt ja nach vorne. Okay. Und der nächste M10 weg. Keine Ahnung, was er da spielt. Also wenn du mich fragst, der wurde gekauft, der Spieler, anders kann ich mir das nicht erklären, das Gameplay. Geht ja umso viel bei COH, da kann man dann durchaus ein paar Euros loswerden für sie. Naja, der braucht immer noch einen mehr Wert, meiner Meinung nach. Ja, die Amerikaner wissen mit Sicherheit auch, ne, dass sie jetzt diese Siegpunkte brauchen. Das kann nicht mehr lange gehen. Schöne Reparatur, das machen viele nicht, aber Packs müssen repariert werden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, die werden auch im Heal repariert, aber im Schneckentempo. Das Reparatur kostet im Heal fast gar nichts, ne? Egal ob Gebäude, Fahrzeuge oder wie auch immer. Und da ist jede Reparatur gut, aber eben auch mit dem Risiko immer gekoppelt. Dass ihr, der hat schon 4 Panzer vernichtet. Ja, kein Wunder, wie ich das zahlen. Ja, ich kann es euch sagen. Und genau, die Gefahr bei Reparatur ist halt immer, dass ihr mehr Schaden nimmt, ne? Dass ihr nicht gepuckt werdet. Also die AT reingeht im Moment oder so. Solche Geschichten. Also hätten die jetzt eine Infanteriearmee, die Amerikaner, dann könnten die wirklich teilweise da auch gut reinlaufen. Ein Panther-MG-Bunker, weil er nicht mal das Ding da unten abdeckt. Und es ist ja nicht so, dass er eine große Bedrohung wäre durch Infanterie und die nicht mehr Anti-Infanterie hätten. Aber
Also das Ding hat sich auf jeden Fall mehr als rentiert. Und schöne Reparatur von allen Seiten. Und das war der Sniper. Der hat sich jetzt frontal töten lassen von dem. Du glaubst nicht, du hättest rückzuklicken können oder hinter die Mine gehen können oder eins von beiden vielleicht. Der war jetzt überrascht, dass er sich gepinnt wurde, der Ritterkreuzträger von dem MG. Das war aber schon immer so gewesen. Also von daher bin ich überrascht, dass er überrascht war. Die zwei sind mit einem, glaube ich, nicht so gut fertig. Kommt nicht noch aufs Micro an. Jetzt fahren die da rein. Das sind 288. Und da ist wieder einer tot. Für gewöhnlich ist es besser, wenn man das aktiviert, bevor der stirbt. Dann kommt dann hier Effekt raus. Also ich glaube, dass er schon bei seinem 20. M10 ist. Die schießen hier gleich auf den Boden. Oder nicht. Da ist er wieder. Hätte auch auf den Boden noch schießen können. Der Sniper hat das in G gefunden. Okay, ich mache mal gerade eine Pause. So, wieder da. Ich glaube, zuletzt haben wir uns angesehen, wie ein Sniper frontal in einem G-Bunker gelaufen ist. Wir können jetzt mal machen, dass wir das aus Wehrmachtsicht das klassische Spiel uns angucken, mit Fog of War. Um zu sehen, was deren Überlegung vielleicht nicht mehr war mit Schwerpunkt. Die werden die ganze Zeit bombardiert, was macht man da jetzt? Alles halt ausfächern, mal zur Abwechslung. Die haben halt ein Siegpunkteproblem, ne? Die Wehrmachtler. Wissen jetzt, wo die Artillerie ein bisschen steht. Er hat nur P auf 5er gebaut, okay. Da kurz Träger. Also das haben wir denn hier vorne. Terror. Das heißt, da kommt jetzt gleich der Königskrieger. Er hat hier schon eine Pantherarmee. Der zwei für Infanterie, sondern ein Ritterkreuzträger. Das Ding ist, was der gerade macht, der Wehrmacht hier vorne, ist eigentlich eine sehr gefährliche Geschichte mit den Panthern, die wie eine Gießkanne aufzustellen, ja. Weil normalerweise der M10-Spieler, der macht das natürlich nicht, aber wenn der einen seiner 20 kaputten M10s benutzt hätte, dann kommt normalerweise 3-4 M10s, der knubbelt ja auch immer, kommt man reingefahren und tut so einen Panzer zerstören, bevor der weg kann. Deswegen sollte man die immer zusammen benutzen, das macht der aber nicht. Also der macht das halt maximal käsig, der Herr Käse, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Vielleicht hat er auch keinen Respekt mehr vor dem Tank-Spiel. Das kann natürlich sein, nachdem er sich so verheizt hat, seine M10s. Aber die Panther so aufzuteilen, ist sehr, sehr riskant. Ein normaler Tank-Dog-Spieler würde ihn normalerweise in so einem Schwarm hin zerstören und dann raus. Ne? Und sieht er nicht raus aus dem Artillery? Nicht? Okay. Also der müsste von rechts hin schon 10-mal tot sein, das rechts so nah ranfährt. Dann müsste jetzt der Pershing, der vorne steht, hinter ihm fahren. Ja, die M10 müssten da rein donnern. Die Fax natürlich, labert auch nochmal Schüsse. Dicky kommt noch dran. Da kommt einfach nichts von der Link, ne? Da kommt nichts. Motor zerstört. Da kommt nichts von der Link. Warum kommt da nichts? Ich muss einfach mal gucken. Da steht ein Pershing. 100% Leben fast. Der wollte den nicht finishen. Wenn er irgendeine 8-8 drauf schiebt, könnt ihr eine Artillerie draufhalten. Wie die Pack hat es gemacht. Eine Sekunde, bevor der Ritterkreuzträger ihn holte. Sniper hat er neu nachgebaut. Natürlich Käse, ist keine Frage. Ne? Ritterkreuzträger werden nicht gesniped. Von daher ist das sehr teuer für sehr wenig. Die Wehrmacht müsste aber trotzdem mal irgendwann, genau, mit den Siegpunkten das versuchen. Und per Bunker stehen schon überall. Also nicht unendlich viel, aber genug, um ne, ein bisschen Druck zu machen. Und der Ritterkreuzträger läuft jetzt so rum, wir holen sich jetzt den ganzen Krempel. Der müsste halt jetzt bei dem Ritterkreuzträger, die kommen immer mehr mit immer mehr Wett, ne? Also ich meine, der kann ja sowieso mit der M10 nicht umgehen, muss ich einfach mal so sagen. Und das, was ich eben auch angekündigt habe. Warum geht er nicht einfach hin und baut jetzt eine Reihe von Schirmen und stellt die einfach auf, ne? Damit die alles beschützen. Er hätte noch keinen einzigen M10-Angriff gehabt, der den Namen verdient hätte. Nicht einen. Bestimmt schon 20 verheizt von den Dingern. Und die Schirms haben halt jetzt auch eine Bedeutung, eben um das eben zu holen, ne? Kann der Impdog-Spieler ebenfalls machen, ich mache schon wieder Reparatur. Das kostet so ein absolutes Vermögen und macht so absolut gar nichts. Das ist schon der helle Wahnsinn.
Also wenn das meiner T-Buddy war, dann würde ich dezent vorschlagen, dass er in Zukunft vielleicht Airborne oder Infanterie spielt, aber bloß keinen T4 mehr baut. Fast. Aber wir haben den Kostüm überlebt, den Artillerieschuss. So ein Ritterkreuzorden, der hat halt ist gut gepanzert. Huber steht da immer noch. Die kommen nicht an die Siegpunkte ran, die Deutschen, ne? Eine Menge Artillerie, eine Menge Defense davor. Ich glaube, das gerade in den Trupp zersplittert. Okay. War das nach 8 Treffer, der den so gehauen hat? Okay, der Pershing hat den gepuckt, den Trupp, mit einem Schuss. Das war ein grundsolider Treffer. Den würde ich jetzt schnell aufsammeln, wenn es nur der Pio ist, damit nicht der W2-Rifle den holt. Er hat einen neuen Sniper geholt, der andere ist ja frontal in den MG gelaufen, in den Bunker gelaufen, muss man sagen. Artillerie. Das war jetzt ein bisschen viel, oder? Also nur die Defense Artillerie oder nur der Vulkan hätte wahrscheinlich auch gereicht. Zumal der oben eh im Gegenstand hatte. Artillerieschlag. Der ist wieder eine Reparatur. Der hat das noch nicht gereicht, dass nichts bringt, oder? Die Reparatur ist ultra hardcore langsam in dem Spiel, bringt kaum was. Ja, und werden 10 sowieso nicht, weil das Blastkanonen sind. Die sterben alle Regel vorher. Also jede Reparatur, die er jetzt gemacht hat, hat ihm, glaube ich, den Panzer nicht gerettet. Ja, hat, glaube ich, 3 oder 4 Mal angewendet. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass der Panzer dadurch gerettet wurde. Nicht einmal. Also der sollte das vielleicht mal nicht machen. Wo wir gerade wieder dabei sind, jetzt geht das übliche Spiel los. Da läuft jetzt rein, mit ihrer V1 und so verteilen. Aber du bist jetzt reingelaufen, obwohl du keine Wunden für die V1 hast. For real? Also reinlaufen ist ja sicher gut, ne? Wenn er jetzt die Artillerie ausschaltet oder irgendwas ausschaltet, was er haben will, also die Artillerie. Aber vielleicht sollte man das machen, wenn man die Mund auch hat, um das zu machen. Ja, er kann keine V1 setzen, weil er keine Mund gibt. Warum bist du denn ohne Mund da reingelaufen? Wird jetzt wegversammelt am Gegner. Und guck. Und Wert 3. Was war das gerade für eine Aktion? Okay. Ja, ist das halt so wie es ist. So, nächste Tiger. Ich mag den Kommandanten. Guck mal, wenn der fährt, wie der das macht. Der geht immer so go, 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 nach vorne, ja, mit dem Oberkörper. Der fiebert halt richtig mit, ja. Manchmal hast du auch einen Hut anscheinend, aber in jedem Fall ist der gut motiviert, der Kommandant. Ich mag den. Okay. Treffen nicht so gut. Man merkt das vielleicht so ein bisschen, dass die sehr wenig Sicht haben, ne, die Deutschen. Also aus deren Sicht kommen immer so ein bisschen Zerg da rangelaufen von allen Seiten. Und das führt dazu, dass sie oft auch überreagieren anscheinend. Aber eine Reihe von Ritterkreuzträgern müsste eigentlich reichen. Und die haben immer mehr. Ja, der hatte 2. Sind die Spieler welche gebraucht? Ich habe manchmal immer angesehen. Einen hatten sie ja gucken lassen gerade eben. Also wenn du so da stehen kannst, kannst du auch der Entwickler. Ich verstehe ja, dass er wegraufen wollte, aber das hat er ja nicht gemacht. Okay. Ah, das ist ja wieder unsere M10 und tot. Na klar, wenn du heute eine M10 seht, seht ihr auch eine Explosion. Das gehört in dem Spiel zusammen, leider. Hat schon mal irgendeine M10 irgendeinen Kill gemacht? Ich glaube, die haben einen Puma eben geholt, ne? Irgendwo mal. Haben mir jetzt gerade gepinkt. Ich weiß nicht, woher das kam. Sniper. Ich glaube, der gelbe Spieler von den beiden hier, also Ra ist das, ne? Der macht nichts anderes als nonstop 8-8 zu bauen und zu reparieren und zu bemannen wieder. Sonst macht er, glaube ich, nichts. Das ist alles, was er macht, oder? Sein einziger Job. Die Packung umstellen, neue M8 bauen, ne? 8 bauen. Immer im Wechsel, sonst macht er gar nichts. Oder? Oder oben mal kurz hinstellen mit dem Bike. Das ist komisch, dass er ein Bike geholt hat. Ra ist, glaube ich, ein Landwirt, ne? Traktor fahren und so. Felder beflügen.
finde es schon interessant, was für Hintergrund viele Spieler haben. Weil Darwin damals war, glaube ich, im Kaufhaus angestellt, hat er mal irgendein Interview gesagt. Kenny weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, schon uralt. Aber war einer der Top-Spieler früher. Weiß gar nicht mehr, was Dodo früher gemacht hat. Der war selbstständiger. Also im Moment sieht das so aus, ob alle vier Spieler dasselbe grundsätzlich wiederholen würden, ja? Der eine baut nur 8-8, der andere baut meinetwegen nur Rittergutträger, der andere baut nur M10 und so weiter. Da scheint es keine Variation zu geben. Zwischendurch war ein Sniper da, der aus irgendeinem Grund... gut. Warum waren da zwei Sniper gerade? Also, wenn ihr sowieso die Adria drauf fallt, dann muss der Sniper nicht die Pius gucken, ja? Das will die Adria machen. Naja, wir haben Karten wieder. Pershing, 16 Kills. Muss er halt im Stehen spielen. Die rollt aber gut auf dem Boden. Die rollt grundsolide auf dem Boden. Ja, so ein Spiel kann schon anstrengend sein. Ja, das sind jetzt drei dicke Kanonen für einen Pershing. Ich habe die Temperatur angemacht. Und stell dir mal vor, jetzt würde den Kolai wieder draufhalten, ja? Auf dieser Distanz, dass das für ein Massaker wäre. Jetzt verlieren sie ein paar Panther, weil der irgendwie ganz komisch steht. Das ist keine angeschreckte Panzerung, das ist dann Seitenpanzerung oder Rückenpanzerung, das ist nicht im Spiel. Also, stark tot. Das ist ein komischer Angriff. Ein sehr komischer Angriff. Wo ist die eingeschlagen? Da rechts? Also was würde ich denn anders machen? Ne? Ich habe das schon mal angedeutet. Die ganzen Ritterkreuzträger, die würde ich jetzt mit Schirmen wegholen. Und die ganzen Panther, wenn die sich als Vigiv-Kanne aufstellen, würde ich immer wieder mit M10-Rushes holen. Das wäre so die Kombo, die ich empfehlen würde. Wie soll das jetzt hier enden? Wegen der Sticky ist er dahin gelaufen. Jetzt hat er die Bar da gelassen, okay. Habe ich jetzt nicht begriffen, den Ruf. Also der Sniper. Ich habe ja eben mal einen nachgebaut, ne? Den einen oder so. Ja, den da einfach hingelaufen, um den Bar da zu lassen, ist ja auch nett. Also ich könnte davon ausgehen, dass jetzt immer irgendein Elite-Infanterist bei diesen Siegpunkten auftaucht, ne, und ihn kappen will. Und entsprechend müsste man da eben irgendwie eine Konter hinbauen und der Schirm wäre halt eine Konter. Der kann natürlich nicht duellieren mit den Panthern, aber das könnte man halt dann eben machen. Könnte man dann eben mit den M10-Spam machen. Ja, irgendwas muss der Tankdog-Spieler ja machen. Da sind die ganzen Dinger. Die Temperatur an, um Gottes Willen, doch nicht fertig, der Mann. Also die Deratur-Fähigkeit ist die schlechteste im Spiel. Man macht normalerweise reingehen und alle Bohrmaschinen an, ne? Man fährt dann mit den Panzern rein. Dadurch, dass man eben alle Bohrmaschinen hat, dass die zwei dieser Panzer wiederkommt, kann man eben, statt Rückkommensduelle zu machen, kann man halt hinter denen fahren die ganze Zeit. A, kommt er nicht und B, penetriert man den dauernd, ne? Das hat eine Reparatur gemacht und verliert wahrscheinlich einen Panzer, ohne dass er ihn wieder kaputt gemacht hätte. Der finisht halt die Panzer nicht, weil er eben nicht weiß, wie alle Bohrmaschinen funktioniert offensichtlich. Also ich weiß nicht, wo auf der Spieler käme. Nee, Revolution, ob er noch nie in seinem Leben COH gespielt hat, gefühlt. Wieder ein M10. Der Vorteil aller Bohrmaschinen ist auch, wenn die Kämpfe länger dauern, wie das hier der Fall ist, dass die sogar von unten wieder zum Kampf beitreten können. Die sind ja so ultra schnell, ne? So dass man die direkt wieder in den Kampf hat, wo der noch läuft. Also es gibt nur Gründe, alle Bohrmaschinen zu holen. Es gibt nie einen Grund, Reparatur zu holen. Ob du noch stirbst? Das 8 natürlich alle wieder ausgeschaltet. Es gibt gleich einen 8-8-Schuss. 3, 2, 1. Ich dachte. Zack, das war eine Pack, ne? Auf den Fuß. Gut koordiniert. Direkt nach Hause gehen. Eigener Angriff. Der Artillerie.
und die nächste Artillerie. Der Königstiger hat gleich hinter sich. Der ist ohne Lebenspunkte an die Front gegangen. Ich würde nicht unbedingt in die Richtung fahren, da geht auch gleich Artillerie runter. Ich würde gleich nach links abbiegen. Treffer. Die Pack will nicht hinterher. Geh doch mit der Pack hinterher! Der Sniper hier, der hier vorne ist, der kann den doch sichtbar machen. Oh, es klingelt, Moment. So, weiter geht's. Wäre die Post da gewesen. Ah, dann hab ich Post noch links angemacht. Okay. Egal. Da ist schon wieder los. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Bike auch kaputt kriege, wenn ich schieße, weil wenn ich schieße, macht die unendlich viel. Also wenn jetzt der Feuersturm drauf geht, dann stirbt die, weil die am Schießen ist. Dann muss man. Okay. Also die hätten auch Feuersturm nehmen können, weil wenn die schießt, nimmt die unendlich viel Schaden. Das war, was ich sagen wollte. Da muss nicht die Rocket Artillerie mehr nehmen. Also wenn man die glücklicherweise in so eine Situation erwischt, dann den Feuersturm versuchen. Königstiger hat überlebt. Das wäre denn mal so die amerikanische, noch eine dritte Strategie, die man vielleicht fahren könnte. Er könnte auch einfach das zuschwärmen. Vielleicht macht er das auch schon, weil er hat erstaunlich viele Einheiten. Dass der halt Off-Map die ganze Zeit zieht. Ne, hat er nicht. Er hat das übrigens nicht benutzt hier, dass man die Off-Map angezeigt wird. Kann man dann im Top of War die Erfahrung noch sieht, wenn man was trifft. Das geht sonst weg. Also wenn man Sniper zum Beispiel töten würde so in dem Top of War, der Artillerie, dann würde man das nicht mehr sehen, wenn man alles freigeschaltet hat. Nichtsdestotrotz könnte man das mit Off-Map überlegen zu machen jetzt langsam. Aber er hat unendlich die Ressourcen, die er will. Er scheint auch keinen T4 gebaut zu haben. Ne? Also immer noch sein T3 hier im Laufen. Also er könnte ja statt Pax, könnte er jetzt einfach... Sind die schon wieder? Ja, ja. Statt Pax könnten sie ja einfach hingehen und... Schirms bauen könnte er. Oder auch im 10, wenn wir zusammen reingehen und so ein Panzer findet zur Abwechslung. Das heißt, er hat eben eine Artillerie verloren und hat er drei Artilleries, die er geschossen hatte. Hat auch wieder drei, der hat jetzt gerade frisch eine neu gebaut, hat Popcap. Den kann er keine Aufmerksamkeit holen. Er hat halt so viele Ressourcen, weil er wahrscheinlich auch das Dreier-Ding so früh gebaut hat, Level 2. Ne? Schon wieder. Also es wird mich wundern, wenn die einen Kill davon tragen. Wollen wir wetten, dass das wieder nichts gibt? Mich wundern, wenn die bis Spielende einen Kill schaffen. Das haben sie auch nicht gefinisht, das Ding. Jetzt, okay. Aber es ist ja kein Kill, das war ja nicht bemannt. Kill ist, wenn der Gegner tötet. Ansonsten nennt sich das Abreißen. Was übrigens mal der eine 88er, also Ra hier in dem Fall, ne, überlegen könnte, wäre, statt jetzt die 10. 88 zu bauen, die nicht funktioniert, einfach mal selbst ein paar Panther zu holen oder das Bier oder was auch immer. Der Kürzträger. Also Panzer sind halt nicht annähernd so Artillerie anfällig wie stationäre Ziele, ne? Oh, welch Wunder. Ich sollte ein Buch schreiben. Tag weg. Da wird Reparatur angemacht, ne? Hier kann man nicht helfen, dem Spieler. Lebensunfähig, der 3. Sehr schön. Das war übrigens jetzt mal ein bisschen der Overkill zwar, aber von der Idee her, ne? Polybi in den kleinen Radius reinschieben, wenn dann Panzer steht. Das war mal richtig. Bei ihm war das jetzt Glück offensichtlich, das macht uns nichts. Aber geht das? Nicht wieder Lieferservice, im Sinne von Pakete und so. Das nächste Mal, wenn die in die falsche Richtung laufen beim Treppenhaus, lasse ich die einfach laufen. Kann ich euch sagen, wie oft ich dem Lieferservice, also das Postbote, was nicht alles gern in dem Falle, hinterher rufe, nicht nach oben, nicht nach oben, nicht nach oben, und dann, ja, ja, blitzt nach oben. Und ich stehe dann und warte die ganze Zeit bei der Tür, bis ich da runterkomme, ja. Naja. Sag ich doch, die Leute ja, ja sagen, wenn sie es eh nicht verstanden haben. Sehr komisch. Wäre aber auch schön, wenn ich nicht am Tag fünfmal Päckchen bekomme, sondern wenn die zusammengeliefert werden könnten. Go-Go-Go Logistik, würde ich ja sagen. Ich kann das sagen, weil ich das studiert habe, dass das super wäre. So, jetzt geht er hier erstmal weiter. Ich bin tatsächlich Logistiker, vielleicht sage ich es nochmal nebenbei.
Das war mal eins meiner Hauptfach, Supply Chain Management. Was ja, ne? Ein Großteil Logistik ist. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was war jetzt gerade? Also die Sniper werden gut im Late Game, wenn sie halt solche Leute snipen können, keine Frage. Nur gegen Gritterverstecker sind sie nicht gut. Weil das aber der überwiegende Teil der Armee jetzt ausmachen sollte im Late Game. Dann sollten die eigentlich nicht so dolle sein. Und dann sind wir noch die Sache, dass der Schirm besser wäre. Neues MG-Nest gebaut. Die kosten ja keinen Popcap, ne? Von daher kann man, wenn man Popcap-Probleme hat, das einfach gut platzieren, das ist die Map damit. So eins. Ich vermute mal, dass er die hier drauf gesetzt hat. Was trotzdem irgendwie komisch wäre. Wollte gerade mit einer beweglichen Kolibi von der V1 überraschen. Nehmen wir an, dass die am Ende sind, die Spieler vom Klicken. Sieht von der anderen Seite aus, dass die auch unendlich viel Manpower. Also die Wehrmacht hat offensichtlich Manpower-Probleme, während die Alliierten ja, im Prinzip ein bisschen flannen, weil der Instock-Spieler. Na gut. Also wenn man das halt so als Außenstehender sehen würde, würde man ja meinen, dass die 8-8 das Spiel ist, was das Spiel dominiert, also das Gerät ist, was das Spiel dominiert. Ne? Würde man nicht meinen können. Das ist ein amerikanischer 8-8. Okay. Noch nicht, er will ja nicht rein, weil er weiß, dass es nicht klappt. Wert 3. Du bist jetzt eingestiegen, damit du dein Wert 3 geguckt bekommst in dem Moment. War das jetzt der beste Move in diesem Zeitpunkt? Okay. Also kann man auch entweder direkt reingehen oder gar nicht reingehen, ne? Weil sonst hätte er jetzt in Wert 3 die kämpfen können vor heute. Ja, na gut. Ja, dann baut doch im G-Nester, ne? Wenn der eine 1000 Ressourcen hat, einfach überall im G-Nester hinpflanzen. Kann man sicher machen. Ich meinte eh um Südpunkte geht. Oh Gott, der hat wieder eine Tortur angemacht. Das muss er doch merken, dass noch nicht ein einziger seiner Angriffe im gesamten Spiel mit irgendwie 30 MC'n inzwischen, dass nicht ein einziger erfolgreich war. Das muss er doch inzwischen gemerkt haben, dass das eventuell mit Reparaturfähigkeit zusammenhängt und seinem, ne, wie er die dann benutzen kann danach. Das ist doch jetzt nicht gut. Königstiger, wieder neu. Da ist was. Hunden holen. Ich meine, Ramos sich auch ein bisschen bekloppt vorkommen. Ich meine, er hat ja schon die 10.88 oder so gebaut. Es kann doch keinen Spaß machen, immer das Gleiche zu wiederholen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also offensichtlich sind alle vier Spieler davon überzeugt, dass die Strategie, die sie fahren, die einzige ist, die möglich ist in dem Spiel. Ne? Weil die ja alle vier seit einer Stunde gefühlt nichts ändern in der Strategie. Hat sich jetzt hier eine Sprengladung geholt, das ist neu. Na, noch ein Stück, noch ein Stück. Hat nicht mehr geschafft. Ich weiß gar nicht, ob man den Defense-Bunker damit kaputt bekommt. Da wäre gut, wenn am Pershing Schirm stehen würde. Ach ja, weiter geht's. Und gut. Jetzt kannst du wieder einen Sniper nachbauen. Ja, das wird kein wichtiges Duell für ihn. Tag. Schon echt dritter Kurzzeiger. Sind inzwischen Wert 3, ne? Das bedeutet, dass sie ein bisschen schwieriger zu töten sind. Also wir merken hier, wie die gerade sehr gut am Boden verlieren, die Amerikaner. Da war wieder ein Bike, hat wieder eine Armory ausgeschaltet. Hast du Reparatur? Also der Tank-Dog-Spieler geht tatsächlich auf ein Zahnfleisch, die Reparatur-Dog benutzt. Ich denke halt wirklich, dass das der Hauptgrund ist, warum der so miserabel abschneidet, der Tank-Dog-Spieler, ne? Die Reparatur-Dog. Der spielt die komplett falsch, die Doktrin aus meiner Sicht. Und die Gegner-Armee wird ja immer größer, ne? Also der Gag bei Tank-Dog ist halt, dass ihr dem Gegner, bevor der Panzerblock zu groß wird und sich gegenseitig decken kann, also den halt komplett wegjagt in der MP, ne? Weil ihr einfach schnell auf Feld bringt und eine große Masse habt. Dann könnt ihr die immer finishen, bevor ihr halt eine kritische Masse erreicht. Und das scheint hier nicht ganz so optimal zu laufen.
Wollt ihr den nicht reparieren? Was? Ich glaube, ich den Pio auch geopfert für die zweite Packversion im Fight. Und das ist natürlich immer so eine Frage, ob man das machen will. Jetzt mit dem Innsbruck. Ladet immer noch, jetzt holt er Off-Maps langsam. Wird ein Bunker MG. Ich weiß genau, wie das ausgeht. Ich weiß genau, wie es enden wird. Ich kann gar nicht hingucken. Kann ich übers ausschließen, das ist undurchsichtig. Sieht nicht so aus, ist aber so. Ich stelle euch vor, das wäre ein Schirm, ja, hier vorne, um diesen Punkt halt zu contesten. Oder man schießt in der eigenen Ableger rein. Und so zwei Punkte? Nee. So, da sind mal durchgelaufen, die Leute. Drei Sniper. Stickies. Hat das einen Grund, dass ihr an die Stickies ranfahrt? Weil wir drei Stickies nicht gefährlich sind? Oder was ist bei der Gameplan? Keine Ahnung, was Radar macht. Ah, da kam der Ritterkreuz-Träger. Schafft der wieder einen Punkt? Das wäre natürlich witzig. Nee, schafft er nicht. Und vom Bike getötet. Der wollte wieder eine Sprengladung in den Bunker legen. Ja, aber die Deutschen haben es sicher in der Hand inzwischen, oder? Also, die haben ja ihre Bunker jetzt überall stehen, sind ja auch stabilere Bunker, der mit Königstiger. Die Immunvorräte des Tankdog-Spielers ist ja eigentlich das, was ihm so diesen Puffer, diese Munition ist, mit der er eigentlich den Deutschen niederhält, die dann das Spiel gewonnen haben. Aber er hat die ja immer aufgeraucht für nichts. Genau, hier unten haben wir 4 Packs, 3 davon, ne, 5 Packs, 3 davon bemannt, aber nicht geschützt. Und dann kommen die Ritterkreuzträger und laufen das alles platt. Und was fehlt da? Sagt es mit mir gemeinsam. Ein Schirmen. Und tot. Ich meine, der ist ja ein Schirm, weil er keine Kanone auch, wenn so aussieht. Ja, online hatte der eine Kanone gehabt, konnte man für den ausgeben. Das war ganz schön, da konnte man den Doktrin anpassen und sein Gameplay. Das ist richtig gelöst. Das waren gerade 2 Panzerfäuste. Ich finde es der Hosentasche, die sind ein bisschen besser als die Panzerfäuste. Das ist mal eine Salve auf Short Range hier, Freunde. Ne? Das ist eine herrliche Salve. Das ist eine sehr herrliche Salve. Ach, schade, schade. Aber ne, so muss man den einsetzen. Ranfahren und dann Short Range. Gerade beim Königstiger sehr simpel. Das kommt die Gießkanne gerade. Beim Königstiger sehr simpel, weil der besonders langsam ist und nur Motorschäden davon trägt und tot. Ja? War aber von der Art, weil die können ihn. Jetzt hier, ne? Allied War Machine, beide ran und den finishen. Oder du bleibst da hinten stehen. Jesus. Kann nicht mehr. Oh, wieder. Du kannst gar nicht kappen. Da haben wir die Sprengladung gelegt. Wir lösen das hier. Spreng mich. Da bin ich mal gespannt. Also, der ist schon Half-Life, lag ich das. Und wir gucken, ob ein Defense-Bunker auch gesprengt wird. Weil wir, ne, mehr wie gesagt, Lebenspunkte haben. Immer noch eine Pack. Da ist eine 8-8 wieder draufballert, aber. Da hat er. Er hat kurze Phase dann angemacht. Und da kommt der Ritterkreuzträger am Block. Der hatte schon seine Wettrifle inzwischen, ist auch kein Wunder nach einer Stunde 13. Aber leicht wäre der Schirm die etwas leichtere Variante. Ja? Also ein einziger Schirm konnte alle Ritterkreuzträger gleichzeitig, zumindest da, wo die dann herkommen. 59 und 59. Und die Adrige da rein. Der Rückzug kostet mir nicht ein. Okay. Krass. Weiter geht die Geschichte. Das ist bald keine grüne Deckung mehr. Ne? Also, man sieht jetzt gelb, normalerweise grün überall. Das hängt, glaube ich, davon ab, wenn die Krater daneben auftauchen. Also nicht wäre das noch grüne Deckung, aber das Spiel sieht das anders. Die Frage ist halt, ob man statt Ra auch eine KI hätte spielen lassen können mit dem Kommando, bau nur 8-8 und repariere den nebenbei. Ja, ich will gar nichts in dem Gameplay, ein super Spieler, aber eigentlich macht er ja nichts anderes in dem Spiel, oder? Teufel, auch hast du einen Ranger geholt? Es war eine Off-Map drin, mit Sicherheit. Ja, jetzt ist sowieso entschieden, das Spiel.
Der Graben ist ein bisschen breiter geworden, oder? Verstehst du, ja? Also, mir ist immer noch ein Rätsel, warum sie überhaupt M10 spielt. Die haben nie einen Effekt auf nie irgendwas. Mit Pershing kann man auch Panzer ein bisschen bekämpfen, gerade in Pershing mit dem Schirm. Gerade in Pershing halt dahinter steht man da und Pax hat. Also nicht so, dass das mit Schirm die im Rücken legen müssten, wenn dann Panzer vorbeikommt. So ist es auch nicht. Und dann kann man wenigstens die Infanterie gleichzeitig bekämpfen. Und ne, mit der Performance, den 10, ist es nun wirklich nicht notwendig, die Nummer nachzubauen. Es regnet. Okay. Und weiter geht's. Ist aber gleich vorbei, also irgendeine Seite wird es gleich finishen. Und jetzt ist der wieder 25 Kills. Und da kommt der nächste Block. Das ist aber ein frischer, ne? Ohne Wett größtenteils. Aus dem Ranger Wald. Wenn der einen Tommy hat, einen Thompson Gun, so, dann, also eine Off-Map, die Sachen, die kommen alle mit dem Mund. Also, wenn sie irgendwas Mund haben, MGs oder so, oder Tommys, werden sie mit ausgestattet. Das gehört, was er da gehört. Der hat eine Panzerfleck. Und der hat zwei Bazookas. Ist eigentlich gar nicht schlecht, in die Bunker ein bisschen zu hämmern. Weiter geht's. Also es wirkt tatsächlich so, als ob die Amerikaner gerade, oder die Alliierten haben, ne, dass sie hier Boden gewinnen, ganz ordentlich. Haben ja beide Siegpunkte recht sicher, nur keine Decap recht. Trotzdem mit den Ritterkreuzträgern und gerade weil es die Deutschen sind, das würde ich nicht unterschätzen. Aber muss halt einfach sagen, ich glaube halt, dass dieser Rad irgendwie nicht wirklich im Spiel teilnimmt. Ne? Also klar könnt ihr sagen, die 8-8 schießt ab man mal drauf und zieht viele Artillerie auf sich. Aber das hätte man doch alles mit einem Panzer lösen können. Unglaublich, wie das ist. So nur noch Meme, oder? Ah, die ist schon lange auf dem Feld. Und der nächste M10. Ja, die Artillerie, also inzwischen hat der, glaube ich, wieder alle Geschütze bis auf eins verloren, ne? Also 5 oder 6 105s haben sie, glaube ich, vernichtet. Das zeigt aber ganz schön, ne? Das ist so ein Problem, was viele haben. Was macht man, wenn die Artillerie-Spam kommt? Nee, die Deutschen haben es wieder und wieder geteilt, wenn man die einfach wegholt. Zugegeben, die Amis haben es auch natürlich verteidigt. Nie und gar nicht. Aber ne, was man machen kann, um die wegzuholen, haben die ein bisschen gezeigt. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, das zu machen. Und die Mitte ist hermetisch abgeriegelt. Von den Deutschen. Ich frage mich, wenn die Raketensalve losballern und der dann eine Panzerfaust drauf macht, ob der dann hart bleibt hier. Jetzt geht es dann an die Vorne. Gut, das war die Pack. Da kann er gerne gar. Pershing kommt. Also alles, was der Pershing macht, antiinfanteriemäßig, würde den Schirm auch so machen. Hat schon Wert 3. Und da lohnt sich ja kaum. Die Amis stürmen wieder vor. Auch nicht schlecht. Will er in die 8-8 halt ran, ne? 5 Infanterie-Kills. Weiß nicht, wie Pack-Crew-Kills dazu gerechnet werden. Könnte mir fast vorstellen. Jetzt hier alternieren, kappen. Die 8-8 ist jetzt ein Problem in der Sekunde, weil ne, mit Sicht und allem gut ausgewichen, sehr schön. Ja, siegpunktemäßig, es tickt noch hin und her und hin und her und hin. Und jetzt wieder zurück, dann kommt der nächste da und so weiter und so fort. Ach, kann er nicht rein, also das geht dann fuchs sein, wenn es heiß. Einfach mal mit Kiki legen oder noch weg oder direkt weg, ne? Und der nächste Block ist unterwegs. Das war der Pershing. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Neue 8-8 vielleicht.
Vielleicht hast du die Nische für die 8-8, mitten im Kampf die zu bauen, damit die nicht entmannt wird, bevor der Kampf losgeht. Das wäre eine Nische, alle Achtung. Und der andere Fan, weiter geht's. Entsprechender Effekt, wie immer. Hat die jetzt mit der Pack ausgeschaltet, sehr nice. Ja. Ist halt mehr von dem gleichen seit einer halben Stunde, habe ich das Gefühl. Inzwischen die Amerikaner aber auch bei den Ressourcen mehr im Gehen. Kommt mal ein Ostwind, um das Infanterieproblem besser in den Handgriff zu kriegen. Panzer 4 ist sehr häufig nicht so beliebt. Ich bin persönlich ein großer Freund davon, weil es ein Allrounder ist. Gerade wenn die MPs gar keine Bedrohung sind, ist halt der Panzer 4 sicher ganz nice zu helfen. Was mich wundert ist, dass die jetzt partout nicht mehr smoken wollen, die Leute. Gerade jetzt, wo es sich lohnen würde. Da muss man dann Mortar wieder organisieren, aber ja, also so viel schlechter jetzt ist er halt auch nicht. Jetzt würde er ein Spiel gewinnen, im Early Game macht er halt gar nichts. Oder sehr wenig. Sniper beim Kappen. Ja, zählt mit mir. 3, 2, okay. Kann nicht schnell genug zählen, jetzt ist er schon tot. Propaganda. Ach ja, die Siegpunkte, sie laufen. Und bumm. Und weiter geht's. Dass jetzt nur noch Siegpunkte kappen und den Gs davor aufstellen, oder? Neue Pack gebaut. Liegen aber genug auf dem Feld, ne? Also hier sehr reihenweise welche. Vielleicht könnte man auch einfach ein Vierling-Dinge holen. Wie heißt das? So ein Truck, ne? Okay. So ein Truck holen und dann mit einem Rifle rumlaufen, die alle holen und dann remannen, ne? Wo es super preiswert ist und super schnell vor allem auch, ne? Ist vorbei? Er hat ja gerade gewonnen hat. Exhausted. Muss der halt wieder trainieren. Ja, also diese, jetzt hat er auch gehört, okay. Also irgendeine Seite hat es gewonnen. Genau, die Deutschen haben gewonnen, klar. Die haben ja auch abgelodet, von daher macht das ja Sinn. Die Packs, ne, wie gesagt, also so ein hier aus dem T3, so einen, ich weiß gar nicht, wie heißt, ein Half-Track auf jeden Fall, ne? So ein Half-Track holen, wo man ihn forcen kann. Und dann mit dem Rifle und dann zack mitnehmen, zack mitnehmen, zack mitnehmen. Dann hat man drei Packs oder was immer noch darum liegt, sofort, vier Packs sogar im ersten Blick. Ja, hätte man vier Packs sofort, super preiswert, besser als wenn man es selber herstellt und schneller halt an der Front. Ne? Und kann das an der Front immer wieder wiederholen für alle. Also ich glaube, ne, das Headquarter bringt ja nichts, wie ihr seht, aber so ein Half-Track für alle kann man schon machen. Und ich glaube, dass die auch die relativ gut pinnen können, die Freunde, wenn sie hinten stehen. Glaube ich. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.